gemacht. Stay out of trouble. Alle bereit? Muss man hier wirklich diesen den Boss umhauen, ja? Und nicht irgendwas anderes noch. Nein, du musst hier drinnen, wenn der Boss in der Mitte steht, musst du die Golems umhauen. Und wenn die alle weg sind, kommt der Boss wieder hervor. This is a sterile research environment. Leave at once. Might it be right? Zwiesel steht vorbildlich auf der Kiste. Das ist diesmal aber nicht nur zur Zierde. Ach, das habe ich auch schon mal gemacht. Ganz am Anfang, als ich so relativ gerade angefangen hatte. Zu welchem lebendigen Weltevent gehörte das nochmal? Ätherkling? Weiß ich gar nicht. Ach so, war das Ätherkling? Hm. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass ich das schon mal irgendwo gemacht habe. Ja, ist ja doch, sicher. Diese Piratin zum Schluss, wo wir gerade das Endboss-Fraktal gemacht haben, das gehörte hier zu. Das war der zweite Teil von dem hier. Ich glaube, das habe ich nie wirklich mitgemacht. Aber da kam dann auch noch so ein hoher Strahl, der etwas höher war, sodass man auf den Kisten nicht stehen bleiben konnte. Genau, jetzt kommt der zweite Strahl, der ist groß. Und dann kommt Phase 3, da kommen beide Strahlen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotieren. Ja. Ich bin gerade in der falschen. Warum regeneriert der Hund? Huch, da ist der zweite. Jo, ich bin auch rein. Kann man eigentlich einfach rüberspringen? Oh, das geht nicht. Oh, sieht er mich? Das ist mies, wenn die dich ranziehen und du von dem Laser getroffen wirst. Ich schau beides hin. Also durch diese Strahlen durchziehen, ne? Ja. Ich bin empört. Someone called sanitation. Wenn du beide an dir dran kleben hast. Also, ich bin mal kurz AFK, ihr schafft das ja auch allein. Mal gucken. Er zieht mich immer. Voll nervig, ne? Ja. Oh,
Komm, ich brauche immer schon Geräusche da drauf. Kevin, verarsch mich nicht. Baby. Kuchen. Aber man kriegt nur Qual, das ist ja erträglich. Wenn man vom Laser getroffen wird. Ich dachte, man stirbt sofort. Ey, du stirbst nee, nicht sofort, aber dich haut das jedes Mal wieder hin. Defense, then offense. Nee, ich will das nicht. Nee. Ja, sicher. Ja, aber der Schaden, den man dann kriegt, der ist noch recht human. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung, aber da lief ich auch noch grün und blau, glaube ich, dran. Ätzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ja, ich versuche das ja immer mal so im Vorbeilaufen, aber das ist wirklich häppchenweise. Das kommt drauf an, wie viele Runden ihr dreht. Der Schaden ist auch mal häppchenweise. Wenn man stehen bleibt, dann hast du auch gleich wieder so einen Golem, der dich rumzieht. Wo ist denn der überhaupt? Von mir. Bei Leo. Ah, das wäre toll. Siehst du? Ein Glück ist ja nicht selbst reparieren. Der Wächter mit seinem Stab rumwedelt, das sieht schon ein bisschen eigenartig aus. Es ist ja auch ein Zaubererstab. Ein Prinzessinnenstab. Natürlich sieht das eigenartig aus. Großer Prinzessin bei uns. Aber er meint Arne, oder? Ja. Was? Das kann ja nicht sein. Ich habe ja keinen Prinzessinnenstab. War auch ein Stab drin? Zeig mal deinen. Ich zeig doch nicht jedem meinen Stab. Kannst ja keinen Stab, ist doch Beihand. Ja, was ist eigentlich mit dem Retzen? Hast du das aufgegeben, Arne? Ich sehe da keinen Sinn drin. Kannst du das wollte ich dir gerade vorschlagen. Ja. Jetzt können wir noch Wetten annehmen auf den Endgegner. Ich sage, das wird wohl leider Kiel werden. Wieso Endgegner? Kommen jetzt zwei unterschiedliche raus? Ach so, auf den. Ah, verstehe. Ja. Ne, das war's hier. Das glaube ich gewesen dann. Ja, das ist kurz. Ja. Arme. Ne, was? Ja, ich war gerade tot. Ich wollte sagen, alles hängt an dir. Hab das kaputt. White Bunch.